Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty erleben. Ja, wie ihr seht, wir sind schon wieder im Herbst. Die Jahreszeiten vergehen hier wie im Fluge. Und ja, was wollen wir machen? Wir haben erstmal zwei Quests hier im Dorf. Und ich würde sagen, dass wir die jetzt zuerst mal angehen werden. Und dann schauen wir mal, ob wir. Nee, hier ist sie nicht. Wo ist sie denn? Wo ist denn die Big Never hin? Denn ich weiß, dass die das hat. Die Quest, wo ist sie denn? Hallo, Mädchen. Sitzt ihr alle erstmal am Feuer, ja? Ich gucke mal. Hä? Mädel, wo steckst du denn? Bin ich doof oder was? Ja, wahrscheinlich. Die Frage beantwortet sich von selbst. Hä? Nee, sage mal, wo ist er denn hier? Da ist jemand, der die Quest hat. Hier drin etwa? Ist jemand hier? Ja, sie hat die How can I help Wildruder. you? Ja, wie kann ich dir denn helfen, Wildruder? Natürlich kann ich das machen. Du willst Hosen nähen, zweimal Wolle und vier Leder. Leder habe ich einstecken, Wolle habe ich keine. So, na gut, die kann man besorgen. Und unsere Jägerin hatte doch auch eine Quest. Ah, ich hänge wieder fest hier. Mal gucken, wo sie ist. Ob sie schon in der Jagdhütte ist. Vielleicht zufällig. Die Ildefonsa ist hier. Wo ist denn die Big Never hin? Ich weiß, dass die das war. Meine Güte, das kannst du wohl nie sein. Ich stehe doch eigentlich davor. Sind noch zu Hause? Ne, das ist Samboja. Hier. Wie kann ich dir helfen, Zwickneva? Ja, ich brauche Hilfe. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht gut. Ich glaube, dass ich mir etwas eingefangen habe. Würdest du mir bitte ein paar Pilze oder Kräuter bringen, damit ich mir eine Suppe kochen kann? Das ist ein bewährtes Hausmittel bei uns. Na klar, bringe ich dir das. So, gut. Wir gucken mal nach Wolle. Ich glaube, im Lager dürfte die nie liegen, weil letztens war auch keine drin. Aber wenn ich jetzt mal schnell im Schafstall nachschaue, dann könnte ich eventuell Glück haben. Und wenn nicht, naja, dann müssen wir doch im Lager gucken oder sie irgendwo kaufen. Das wäre ja auch kein Problem, ne? So, beiden Schafen. Wir könnten auch gleich hier noch einen Dung mit absammeln und eventuell könnten wir den gleich noch mit verkaufen gehen oder so. So, na, oh je, wir haben ja eine ganze Menge Schafe hier. Man sollte eigentlich genügend Wolle und so ein Zeugs bekommen. Kommt mal raus hier. Sonst komme ich nicht rein. Ich will euren Dung absammeln hier. Kann ich das? Ja, kann ich. So. Und da kann ich mal in den Sack gucken. Ja, hier haben wir doch Wolle drin. Ist zwar nicht viel, aber ja. So, Schafe, jetzt müsst ihr mich aber auch wieder rauslassen. Danke. Okay, dann gucken wir bei den Kühen. Dann machen wir den Dung auch dort leider noch raus. Ja, ist vielleicht nicht die spannendste Arbeit, die wir hier machen, ne? Aber wenn ich jetzt einmal hier bin, machen wir das. So. Und dann will ich euch noch zeigen, was ich ohne Aufnahme jetzt noch gemacht habe in unserem, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Diplomatendorf. Da habe ich auch mal ein bisschen weitergebaut. Ich wollte euch jetzt nie unbedingt immer mit Bauen langweilen, weil das ja nur auch nie unbedingt spannend ist. Aber ich zeige euch das, was ich gemacht habe und eventuell können wir noch ein kleines bisschen die Marktstände dekorieren oder so. Das könnten wir vielleicht noch mitmachen. Ja. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die ganzen Quests, die wir hier in unserem Dorf erstmal haben. Ach, Gänse.
Überall stehen sie mir hier im Weg rum. Ist hier was drin? Nee. Aber wir haben hier wieder Federn. Ich hätte jetzt fast... Naja, gut, ein paar Eier sind es auch. Ein paar... Zwei? Drei? So, da hätten wir das. Und da kann ich jetzt die Quest erstmal abgeben an die Wildruder. Und die Pilze, die müssen wir natürlich dann noch sammeln. Das so, wo war die jetzt? Hier drin? Nee. Okay, wenn ich mir was merken könnte, wäre das auch ganz schön. Ja. Hui, wir springen mal galant wieder über den Zaun. Ne? Wir könnten ja eigentlich durchs Tor gehen, aber gut. So, hier, ich habe alles für dich. So, jetzt brauchen wir drei Birkenmilchlinge, Breitwegerich habe ich einstecken, Fliegenpilze brauche ich und Johanniskraut. Ich denke mal, habe ich nicht auch noch Fliegenpilze irgendwo gehabt? Birkenmilchling. Ich gucke mal, vielleicht haben wir hier am Ende das sogar noch drin. Birkenmilchling, hier. Genau, und Breitwegerich habe ich, Fliegenpilz brauche ich und Johanniskraut. Habe ich die Fliegenpilze zufällig auch wieder hier reingepackt? Ja, habe ich. So, und Johanniskraut habe ich auch einstecken. Na, dann könnten wir das doch auch schon wieder abgeben. Das war die Jägerin. Steht hier rum. So, ich habe hier die Geschenke des Waldes. Vielen Dank. Jo. Okay, so. Gut, dann hätten wir das. Und da werde ich euch jetzt mal zeigen, was ich jetzt hier gebaut habe, ohne euch. Und ja, vielleicht machen wir noch ein bisschen hier weiter. Wir könnten ja noch die Häuser ein klein wenig dekorieren. Ne? Wäre ja eine Möglichkeit, dass wir das noch machen könnten. So, also, ihr seht schon, wir hatten dieses Haus hier, letzte Folge gebaut, und das da. Und das, was da so schräg steht, unter den Bäumen, und das, was hier steht, das habe ich jetzt mal ohne euch gemacht. Habe hier auch noch ein paar Obstbäume hingestellt, dass es nicht so langweilig aussieht, sondern ein bisschen Deko. Hier geht es leider nicht, wegen diesem Felsvorkommen oder Steinvorkommen. Ne? Und ja, und hier habe ich auch nochmal so zwei Obstbäume hingepackt. Ja, und wir könnten ja jetzt noch ein bisschen die Marktstände hier weiter dekorieren. Und zwar hatte ich noch Holzhacke gemacht. Ja, Gott, die kann gleich so angelehnt bleiben. Das ist okay. Okay, ja, so könnte man das machen, ne? Und was haben wir hier? Was verkaufen die denn noch so? Ja, wir könnten hier vielleicht noch ein paar Eimer abstellen. Eimer habe ich ja auch einstecken. So.
So. Genau. So, ne? Und hier wollte ich jetzt... Stiefel auf den Tisch packen und was habe ich noch? Einen flachen Strohhut. So, den legen wir hier hin. Nee, komm mal her. So. Ne? Wie so eine kleine Auslage hatte ich mir gedacht, dass wir das jetzt hier hinpacken. Was habe ich noch so einstecken? Pelzstiefel. Nee, da machen, dies machen wir woanders. Die Schuhe können wir hier noch hinpacken. So. Wo hatte ich noch? Hier hatte ich noch. Aber hier habe ich gar keinen Tisch hingestellt. Den kann ich ja nicht wieder aufheben. Schade. Dann muss ich gucken, ob wir hier noch irgendwie einen Tisch davor gestellt kriegen. Dann können wir hier auch noch... Nee, anders. So. Und was habe ich jetzt hier noch einstecken? Pelzstiefel hätte ich hier noch. Und noch ein Strohhut. Ach. So. Und habe ich noch was, was ich hier hinpacken kann? Ja, den Pelzumhang. So. Na, dass hier so ein bisschen was liegt, dass es nicht so langweilig aussieht. Und hier... Ich muss mal gucken, ob das mit den Kräutern geht, dass ich die hier so mal abwerfen kann. Nee, fällt hinten runter. Das sollte nicht hinten runterfallen. Komm her hier. Aha. Wo hängt es denn jetzt? Komm her. So, dann machen wir das mal vielleicht von der Seite. Vielleicht geht es da besser. Nee, fällt auch runter. Muss ich mich weiter wegstellen. Nicht wegrollen, nicht wegrollen. Komm her. So. Stelle ich mich mal hier hin. Vielleicht klappt es jetzt. Wenn nie, dann ist es eben so. Okay, doch, das bleibt. Nein, nee, bleibt nie liegen. Okay. Es ist also hier zu... Es rollt zu sehr weg. Dann machen wir den Tisch jetzt hier weg. So, okay. Vielleicht können wir ja ein Körbchen hierher packen und da ein paar Kräuter reinwerfen. Vielleicht funktioniert das ja besser, wenn wir das so machen. So. Und, ach, ich wollte den hier aufheben. Nein. Oh ja, also das ist schon ein bisschen strange. So, und jetzt gucken wir mal, ob es hier reinfällt. Genau, das fällt da rein. Da können wir ja... Na, bitte. So, genau. Oh ja. Nicht perfekt. Nee, nicht den Korb. Ich will das Bilsenkraut. Was fällt dahinter? Es ist schon nicht so, also ich habe hier mehr zu tun, dass ich das hier hinkriege, ne, wie ich das haben will. Das geht nicht so. Also ich habe es auch noch nicht so oft gemacht mit diesem ganzen Dekorieren hier. Aber so. Naja, nicht perfekt, aber ich lasse es jetzt. Und dann haben wir ja hier noch ein bisschen Johanniskraut.
So. Und wenn ich mich noch ein bisschen anders stelle, vielleicht auf die Ecke. Stück zurück. Und dann könnten wir auch noch ein Puzzle Löwenzahn hierher packen. Ja, gut. So. Sieht ein bisschen chaotisch aus hier, ne? Aber naja, wir lassen es so. Ihr seht schon, was ich damit machen will, ne? Was ich da vorhab. Und ja, vielleicht kriegt man ja doch noch hier so einen Tisch dazwischen. Ich gucke mal. Nee. So. Ja, hier geht noch ein Tisch dazwischen. Das ist gut. Stellen wir auch ein bisschen schräg. Und ich wollte jetzt hier drauf den Trank. Warum kippt das Zeugs immer um? Das ist ja furchtbar. Warum kann das nicht mehr stehen bleiben? Nee, du sollst dir den Hammer nehmen. Ach Mann. Ah, wo ist denn jetzt der Tisch? Hier. So. Das kippt also alles um. Das ist Mist. Gefällt mir so nie. Na gut, das werde ich mal alleine machen. Aber wir könnten jetzt noch ein paar Laternen hier hinstellen. Oder Fackeln. Das machen wir jetzt vielleicht gleich mal, wenn wir es denn können. Ne, die nicht, aber die. Die stellen wir hier so hin. Und hier. So nach jedem oder in jedem zweiten, ne? So. Ja, und hier an die Seite würde ich noch eine stellen. So, da hätten wir das ein bisschen dekoriert, ne? Dort lasse ich mir noch was einfallen. Vielleicht kann ich hier auch noch, was habe ich noch an Essen einstecken? Milchlinge, Eier, Fliegenpilze. Habe ich noch andere Pilze einstecken? Nee, ne? Die Tränke hätte ich ja gerne hier hochgestellt, aber irgendwie kippen die um. Wisst ihr was? Ich nehme. Nee, ich nehme den. Ach, immer drücke ich die falschen Tasten, das ist furchtbar. Ich nehme den Tisch hier wieder weg. Der steht da zu schräg. Okay, also wir haben das jetzt hier gemacht. Wir haben die Häuser da gebaut und vielleicht könnten wir noch so ein bisschen eine Abgrenzung bauen, dass wir eine kleine Steinmauer hier vielleicht noch hinziehen. Das könnte man eventuell noch machen. Und zwar würde ich meinen, wir setzen die mal hier so an. Okay. Und dann würde ich sagen, wir ziehen das. Bis hier.
So. Nee, nee, vorwärts, rückwärts. Ah, hier bis hierhin. Hierhin geht's nur. Dann geht's auch nur bis dahin, wegen den Felsen hier, ne? Wird es nicht anders machbar sein, okay. Das ist okay. Oder nee, wir machen es anders. Moment. Oder? Nee, doch, wir lassen es so. Wir lassen es so. Okay, Kommando zurück. Mal gucken, wie weit wir hier an dem vorbeikommen. Geht das? Nee, das geht wegen diesem Felsen hier nicht so. Okay, dann müssen wir das anders ansetzen. Hier drüben, ja, komme ich, oder? Nee, ach so, das geht ja auch wieder nicht. Hier ist auch wieder so ein Felsen. Ah. Okay, dann nur bis hierhin. Und so. Dann machen wir hier irgendwie noch einen kleinen Eingang rein, oder? Ne, die können eigentlich hier außen rumlaufen, ne? Das geht. Und hier ist ja offen. Hier ist ja offen. Okay, also. Und dann will ich hier an den Hauptwegen, wie gesagt, wieder die schönen Laternen aufstellen. Diese, wo man so viel Wolgarn halt für braucht, ne? Und dann hätten wir unseren Marktplatz fertig. Und die Häuser sind da für unsere neuen Verkäufer. Müssten wir uns dann nur mal auf den Weg machen. Vielleicht auch in der nächsten Folge erst. Das wollen hier die Leute für ranbekommen. Ja, und da können wir dann in der nächsten Folge auch gleich mit gucken, wie wir noch unseren Nachbarn helfen können. Denn ich bin mal davon überzeugt, dass wir wieder ein paar Aufgaben zu erledigen hätten. Vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen mit Jagen gehen. Schauen wir mal, wie wir das dann das nächste Mal machen. Denn nur bauen wird euch ja sicherlich langweilen. Und das möchte ich nicht. Ich will euch nie langweilen. Sagt, wir können uns nur noch mit unseren Sachen hier beschäftigen, mit unserem Dorf, das Dorf hübscher machen und halt wachsen lassen, ne? Mit neuen Leuten, neuen Gebäuden und so. Viel anderes haben wir ja hier nicht zu tun. Das ist leider so.
Ja, unsere Steine werden hier nicht reichen für die ganze Mauer, so wie ich das hier einschätze. Aber da gucken wir dann mal im Lager nach, ob wir noch genügend Steine da haben. Und wenn nicht, dann muss ich halt mal wieder in die Mine. Ein paar Erze ranschaffen und eben dann gleich die Steine mit dazu. So, da gucken wir mal, wie viele Steine jetzt noch da sind, und dann bauen wir, wenn es denn geht, die Steinmauer halt fertig, ne? So. Ach so, ich wollte, oh Gott, hier ist ja noch eine ganze Menge. Also Hafer können Sie auch, das muss ich noch einstellen in der Scheune, dass die das Korn dreschen. Ja. So, Kalksteine. Nee, das nicht. Kalksteine nehmen wir mit raus. Mehl kann ich auch gleich wieder mitnehmen. Na, die verkaufen ordentlich hier, ne? Also, wir haben schon ganz schöne Einnahmen. Ja, Steine sind nicht viel da. Aber gut, wir nehmen uns hier mal ein bisschen was weg. Wolgern. Naja, wenn ich. Ich weiß nicht, ich könnte maximal eine Laterne aufstellen. Das ist nicht viel. Okay. Dann bauen wir noch ein bisschen weiter hier an unserer Mauer. Sehen, wie weit wir damit jetzt hier kommen. Ja, es wird nie reichen. Na gut, das ist auch nicht so schlimm. Dann würde ich mich beim nächsten Mal darum kümmern, dass wir die Steine hier ranbekommen. Da gehe ich aber außerhalb der Aufnahme mal in die Mine und hole da die Steine ran. So, ihr Lieben, da haben wir schon ein Stück geschafft. Ne? Da würde ich sagen, oh je, Rasi hat Durst. Habe ich was zu trinken einstecken? Ja. Was zu essen habe ich natürlich wieder nie, außer Eier. Dann essen wir mal die drei Eier auf hier. So. Es reicht zwar nicht weit, aber er muss erstmal nicht hungern. So. Ihr Lieben, da würde ich sagen, dass ich mich fürs Erste wieder von euch verabschiede. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und für euer Interesse und wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns, ne? Bis dahin, tschüss.